War die deutsch-deutsche Spaltung in den 80er Jahren sehr weit weg oder akzeptiert? Im Westen überwog seit langem die Meinung, dass die Teilung Deutschlands ein Unterpfand des europäischen Gleichgewichts, ja des Weltfriedens war. Damit hatte man sich arrangiert. Man hatte ja auch mit einem einheitlichen Deutschland in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. In der Bundesrepublik begann sich seit den späten 70er Jahren die Einsicht durchzusetzen, dass man noch auf lange Zeit mit der Teilung Deutschlands leben müsse. Und diejenigen, die sich ein Bewusstsein davon bewahrten, dass die deutsche Frage nicht gelöst war, dass sie allenfalls sehr ungerecht gelöst war, nämlich auf Kosten der Ostdeutschen, die hielten es aus guten Gründen für wichtiger, in der DDR bessere Lebensverhältnisse zu schaffen, mehr Freiheit zu ermöglichen. Erst recht, als Gorbatschow dann an die Regierung kam, auch in der DDR, Glasnost und Perestroika, Transparenz und demokratische Umgestaltung durchzusetzen. In der Tat stand das für alle im Vordergrund. Auch Bundeskanzler Kohl hat schon 1982, 83, also zu Beginn seiner Regierungszeit, davon gesprochen, dass die Wiederherstellung eines Nationalstaates im alten Sinne nicht mehr in Frage komme. Er konnte sich auch nur eine europäische Lösung der deutschen Frage vorstellen. Bei den Sozialdemokraten und den Grünen war die Skepsis gegenüber einer nationalstaatlichen Vereinigungen Deutschlands noch viel stärker ausgeprägt, auch unter vielen Intellektuellen. Ich selbst kann mich daran erinnern, dass ich auch immer den Vorrang der Freiheit vor der Einheit vertreten habe und in den 80er Jahren nicht mehr an eine nationalstaatliche Wiedervereinigung Deutschlands geglaubt habe. Das alles änderte sich im Zuge der friedlichen Revolution dann sehr rasch und sehr grundlegend.